Deutschland und Chile haben ein Rohstoffabkommen geschlossen, um insbesondere beim Kupferbergbau zusammenzuarbeiten. Der Vertrag wurde im Beisein von Kanzlerin Merkel und Staatspräsident Piñera unterzeichnet. Anschließend nimmt die Kanzlerin am Gipfel der EU mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten in der Hauptstadt Santiago de Chile teil. Dabei geht es um mögliche Investitionen im Wirtschaftsbereich und Fragen der Sozial- und Umweltpolitik.